Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir befinden uns hier immer noch im letzten Duell der Yu-Gi-Oh! GX-Kampagne. Wo es das letzte Mal eigentlich ganz gut für uns aussah, bevor Yugi mit seinen Hex-Anime-Kräften das ganze Duell auf den Kopf gestellt hat und uns am Ende dann so richtig schön den Arsch aufgerissen hat. Ich hoffe, heute können wir den Spieß umdrehen. Ich werde es noch einmal mit Jadens original historischem Deck versuchen, denn das lief ja im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut. Mal gucken, was da diesmal bei rauskommt. Ja, im Großen und Ganzen hatten wir Glück, dass Yugi nicht viele gute Karten gezogen hat. Blöderweise hat er genau in den Momenten, wo er sie dann brauchte, die Karten gezogen, die er brauchte. Und das ist uns zum Verhängnis geworden, weil wir eine einzige Karte nicht gezogen haben, nämlich den Maskenwechsel. Mit Maskenwechsel hätten wir dieses Duell gewonnen gehabt, nur wir haben Maskenwechsel nicht gekriegt. Boah, lass die verdeckten Karten, Yugi. Ich hasse deine verdeckten Karten. Deine verdeckten Karten sind scheiße. Erstmal der eilige Notruf. Wir holen, was holen wir uns denn mal aufs Feld? Leute, sagt mal, was holen wir uns? Wir holen Prisma, oder? Ich hol Prisma aufs Feld. Jawohl. So, als nächstes beschwören wir Elementarheld Prisma im Angriffsmodus und aktivieren seine besondere Fähigkeit. Wir wählen ein Fusionsmonster aus unserem Extra-Deck aus, wählen dann eines der Materialmonster dieses Fusionsmonsters und werfen es von unserem Deck direkt auf den Friedhof. Und ich wähle Elementarheld Necroshade. Anschließend werde ich gar nichts weitermachen. Sondern wir greifen einfach an. Und rennen in 2000 Verteidigungspunkte. Natürlich. Yugi, du bist dran. Zeig uns, was du drauf hast. Also ich kann euch jetzt schon sagen, wenn wir hier wieder verlieren, werde ich als nächstes das maskierte Heldendeck benutzen, mit dem wir Marcel besiegt haben. Okay, jetzt beschwören wir als allererstes Elementarheld Neos direkt von unserer Hand. Aufgrund der besonderen Fähigkeit unseres Elementarhelden Necroshade im Friedhof. Danach aktiviere ich die Zauberkarte Wunderfusion, um ein Fusionsmonster aufzurufen, indem wir Fusionsmaterial von unserer Spielfeldseite und unserem Friedhof benutzen. Und ich wähle Elementarheld The Shining, indem wir Necroshade aus unserem Friedhof und Prisma auf unserem Feld benutzen. The Shining haben wir ja auch in der letzten Folge schon mal gesehen, ist ja nichts Neues. Es ist wieder ein guter Start, aber das hat ja leider nichts zu sagen. The Shining hat auch eine besondere Fähigkeit. The Shining erhält 300 zusätzliche Angriffspunkte für jedes Elementarheldenmonster, das aus dem Spiel verbannt worden ist. Das sind in diesem Fall zwei, nämlich die Elementarhelden Prisma und Necroshade, die wir für die Fusion von The Shining verwendet haben. Und wenn The Shining zerstört wird und auf dem Friedhof landet, können wir zwei aus dem Spiel verbannte Elementarheldenmonster wieder zurück auf unsere Hand nehmen. Auch das wären in diesem Fall natürlich Elementarheld Prisma und Elementarheld Necroshade. Jetzt kommt der Angriff. Yugi, ich hasse dein Deck gerade so dermaßen. Der ausgebildete keltische Wächter. Diese Karte kann nicht durch Kampf mit einem Monster zerstört werden, das 1900 oder mehr Angriffspunkte hat. Das heißt, in der nächsten Runde müssen wir Sparkman aufs Feld rufen. Oder Ocean. Aber Ocean rufe ich nur, wenn ich einen Maskenwechsel kriege. Das könnt ihr aber glauben. Den behalte ich auf der Hand. Und da holt Yugi... Nein. Yugi holt sein Ritualmonster. Und bringt es auch gleich aufs Feld. Der schwarz glänzende Soldat mit 3000 Angriffspunkten.
hämmert natürlich unseren Neos vom Feld, ist allerdings keine Bedrohung für The Shining. Oder für Grand Mole. Grand Mole wäre jetzt natürlich auch eine Möglichkeit. Beginn des Damage Steps, als diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, kannst du das Monster deines Gegners und diese Karte auf die Hand zurückgeben. Das Grand Mole behalten wir aber auch nochmal in der Hinterhand für einen schwarzen Magier oder sowas. Ich werde tatsächlich jetzt Elementarheld Sparkman im Angriffsmodus beschwören. Und dann wird The Shining seinen Soldaten des schwarzen Lichts wegfegen. Und Sparkman haut den keltischen, ausgebildeten keltischen Wächter, Obnoxious Celtic Guardian, vom Spielfeld. Und da müssen wir unsere Runde schon wieder beenden. Wir geben Yugi viel zu viel Zeit, sich hier wieder eine Strategie aufzubauen. Das gefällt mir gerade gar nicht. Aber Yugi hat irgendwelchen Mist gezogen gerade. Was können wir fusionieren? Was können wir fusionieren? Sparkman und Ocean vielleicht, ne? Trinity könnten wir rufen, das will ich aber nicht. Anbetung könnten wir rufen, das wäre schon eher was. Maskierte Helden können nur mit Maskenbeschwörung gerufen werden, die sind außen vor. Den können wir nicht rufen, den können wir nicht rufen. Den können wir nicht rufen. Den können wir auch nicht rufen. Nee, ich belasse es erstmal dabei. Ich werde die Fusion noch nicht ausspielen. Ich denke, ich werde Elementarheld Knospe auf das Spielfeld rufen. Elementarheld Knospe ist vor Angriffen meines Gegners gefeit, solange wir andere Elementarheld-Monster auf dem Feld haben. Und jedes Mal, wenn Elementarheld Knospe meinem Gegner Schaden zufügt, erhöhen sich seine Angriffspunkte um 100 und seine Verteidigungspunkte sinken um 100. Er wird also immer stärker. Genau den Effekt nutzen wir jetzt aus. Zack. Und The Shining natürlich mit einem direkten Angriff auf Yugis Lebenspunkte. Es läuft gut. Aber das lief es im letzten Duell auch. Und da hat Yugi am Ende nochmal alles rumgerissen. Indem er zum Beispiel sowas macht. Was wollen wir wetten, dass das Mirror Force ist? Was wollen wir wetten, dass das Mirror Force ist? Ich gehe auf Nummer sicher. Ich riskiere es. Ich gehe das Risiko ein, dass The Shining im nächsten Zug zerstört wird. Das ist gerade sehr mutig von mir, ich weiß. Aber ich wollte jetzt nicht riskieren, ihn an eine Mirror Force zu verlieren. Aber es ist anscheinend keine Mirror Force. Oder er wollte sie einfach nicht aktivieren jetzt. Warum spielt er die mystische Elfe im Angriffsmodus? Er will einen Angriff provozieren. Der Sack will doch jetzt einen Angriff provozieren, oder? Aber jetzt hat er ein Problem. Als allererstes wechsle ich Elementarheld The Shining vom Verteidigungsmodus zurück in den Angriffsmodus. Als nächstes rufe ich Elementarheld Ocean auf das Spielfeld. Und danach aktiviere ich die Zauberkarte Maskenwechsel. Ich schicke Elementarheld Ocean auf den Friedhof und beschwöre maskierter Held Acid. Maskierter Held Acid hat die besondere Fähigkeit, wenn er auf das Spielfeld gerufen wird, werden sämtliche Fallen und Zauberkarten meines Gegners vernichtet. Mirror Force, das war so klar. Ich wusste es. Yugi, ich habe deine Strategie durchschaut und das ist jetzt das Ende dieses Duells. Elementarheld The Shining, Angriff auf die mystische Elfe. And that's game. Game over. Wir haben es wirklich geschafft im zweiten Anlauf. Wir haben den König der Spiele bezwungen. Danke, Yugi. Das war ein tolles Duell. Du erinnerst mich daran, dass egal was in der Zukunft passiert, es immer eine Sache gibt, die ich niemals vergessen werde. Die Freude am Duellieren.
Neues Deckrezept Yami Yugi, der legendäre Duellant. Neue Karte, fortgeschrittene Ritualkunst und 1887 Siegespunkte. Wir haben nur eine einzige Karte für dieses Duell gekriegt. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir alle anderen Karten schon besitzen. Dreimal. Man kann nämlich jede Karte nur dreimal besitzen. Und wenn man jetzt Boosterpacks kauft und eine Karte kriegt, die man schon dreimal besitzt, dann löst sich diese Karte tatsächlich in Luft auf. Ist ein bisschen traurig, aber es ist so. Gut, wir machen nochmal ein Umkehrduell gegen Jaden. Aber wir machen kein einfaches Umkehrduell. Ich will nämlich seine maskierten Helden gegen meine maskierten Helden in die Schlacht schicken, um einfach nochmal zu gucken, wie es läuft. Außerdem, Yugis Deck haben wir in diesem Let's Play schon oft genug gesehen. Ein letztes Mal. Maskierte Helden gegen maskierte Helden. Okay, Jaden, das war ein sehr konservativer erster Zug. Lege eine Mitteilung und dann den Deck auf den Friedhof. Was du dies tust, wird der Name zum Gewählten. Okay. Was haben wir denn hier? Elementarheld Voltic. Diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, kannst du eine verbannte Elementarheld-Monster wählen und beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Ich bin gerade am Überlegen, welchen Maskenwechsel wir jetzt als erstes benutzen. Ach, scheiß drauf. Ohne es vorher zu wissen, ich schicke mal Voltic aufs Spielfeld und aktiviere die Zauberkarte Maskenwechsel, um maskierter Held Koga zu rufen. Natürlich im Angriffsmodus. Maskierter Held Koga hat natürlich auch eine besondere Fähigkeit. Diese Karte erhält 500 Angriffspunkte für jedes Monster, das mein Gegner kontrolliert. Einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines beliebigen Spielers kann ich ein Heldenmonster von meinem Friedhof verbannen und ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Das gewählte Ziel verliert bis zum Ende des Spielzuges Angriffspunkte in Höhe der Angriffspunkte des Monsters, das verbannt wurde. Das sollte ich vielleicht jetzt gerade nicht aktivieren. Das geht dann nämlich in die Hose. Okay. Necroshade haben wir wahrscheinlich nicht im Deck, ne? Ich greife einfach erstmal an. Nein, nicht aktivieren den Effekt. Ich will den Effekt nicht aktivieren. Bleib mit deinem Effekt weg hier. Die Todeswache. Die ermöglicht es Jaden natürlich einmal einen unserer Angriffe zu annullieren, aber das ist nicht schlimm. Dann dauert es halt ein bisschen länger, bis wir ihn besiegen. Ich meine, er hat ein starkes Deck, aber er muss auch die richtigen Karten ziehen und das tut er im Moment überhaupt nicht. Ja, im Moment kommt hier nicht sonderlich viel von ihm. Ich spiele Elementarheld Schattennebel ebenfalls im Angriffsmodus. Und dann greifen wir an. Ich vermute mal ganz stark, dass Jaden gleich den Effekt seiner Todeswache aktivieren wird. Um zu verhindern, dass Koga angreift. Ja. Das war zu erwarten. Aber dann greift halt Schattennebel an. Ich will vor allem sehen, was er da liegen hat. Elementarheld Avian. Okay. Alter, jetzt hör auf mit deiner Kartenaktivierung hier. Das nervt. Ist im Moment auch nicht notwendig. Geflügelter Kuribo. Boah, der ist am Stellen wie sonst was hier. Oh oh. Elementarheld The Shining. Warte mal. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers. Ach, das Shining ist sowieso nicht stärker. Also er ist stärker als unser
Schattennebel, aber das macht nichts. Das macht gerade überhaupt nichts. Okay, wir haben eine neue Karte gezogen. Gestaltwechsel. Ja, ich bin ein bisschen schweigsam, weil ich sehr am Nachdenken bin. Ich versuche mir die Effekte der ganzen Karten zu merken, weil so viel Erfahrung habe ich mit diesem Deck auch nicht. Obwohl mir die maskierten Helden ganz gut gefallen, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wähle ein Heldenfusionsmonster, das du kontrollierst. Lege es ins Extra-Deck zurück, dann beschwöre ein maskierter Heldmonster mit derselben Stufe wie die Grundstufe des Monsters, aber einem unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Diese Spezialbeschwörung wird als Spezialbeschwörung mit Maskenwechsel behandelt. Wir haben ein Level 8 Monster. Wir können ein anderes Level 8 Monster rufen. Zum Beispiel Göttlicher Wind. Könnte nicht durch Kampf zerstört werden. Dein Gegner kann während jeder Battlephase mit einem Monster angreifen. Kann diese Karte ein Monster des Gegners durch Kampf zerstören, kannst du eine Karte ziehen. Ja. Maskierter Held Dian wäre auch eine Möglichkeit. Den haben wir ja schon mal benutzt. Anki wäre auch eine Möglichkeit. Anki kann ja direkt angreifen. Für halbe Kraft. Und Acid. Acid wäre auch eine Möglichkeit, aber er hat ja keine Zauber- oder Fallenkarten draußen. Deswegen behalten wir Gestaltwechsel nochmal in der Hinterhand. Und werden stattdessen... Ich versuche gerade noch herauszufinden, wieso er nicht angegriffen hat. Koga ist auf jeden Fall stärker als The Shining im Augenblick. Ich beschwöre dann mal Elementarheld Knospe im Angriffsmodus. Anschließend wird der maskierte Held Koga Elementarheld The Shining angreifen und vom Feld fegen. Tschüss, Mann. Bumm. Das aktiviert natürlich die besondere Fähigkeit von Elementarheld The Shining und erlaubt es ihm, bis zu zwei aus dem Spiel verbannte Elementarheldenmonster auf seine Hand zurückzuholen. Die besondere Fähigkeit von Elementarheld Knospe aktiviert sich natürlich auch. Wenn er Schaden zufügt, erhöhen sich seine Angriffspunkte und seine Verteidigungspunkte sinken. Und Schattennebel hat keinen Effekt, der sich jetzt aktiviert. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich bin am Überlegen, ob ich Gestaltwechsel aufs Spielfeld lege. Nee, in unserer Hand ist das erstmal sicherer. Wir warten erstmal ab, wie Jayden weiter vorgeht hier. Wisst ihr, was das Gemeine ist? Wir spielen im Prinzip eine bessere Version seines Decks. Was haben wir denn hier? Elementarheld Poison Rose kennen wir noch gar nicht. Muss mit Rosenknospe als Spezialbeschwörung gerufen werden. Was? Rosenknospe? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Jedes Mal, wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, sie erhält 200 Angriffspunkte und verliert 200 Verteidigungspunkte. Dein Gegner kann nur Elementarheld Poison Rose als Ziel für Angriffe wählen. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob wir irgendwas in unseren Friedhof schicken, aber nö. Nö, wir spielen Elementarheld Eiszacke im Angriffsmodus aus. Anschließend das übliche Spielchen. Maskierter Held Koga greift an, zerstört Elementarheld Avian. Die anderen drei greifen seine Lebenspunkte direkt an. Dadurch wird Elementarheld Knospe natürlich wieder stärker. Schade, dass unser Gegner keine Fallen oder Zauberkarten gesetzt hat. Denn wenn Elementarheld Eiszacke die Lebenspunkte unseres Gegners direkt angreift, kann er eine Zauber- oder Fallenkarte auf der Seite unseres Gegners zerstören. Nur Jayden spielt gerade keine Zauber- oder Fallenkarten. Stattdessen spielt er Eiliger Notruf und ruft sich Elementarheld Sparkman auf das Feld. Sehr schön. Setzt ihn aber auch wieder im Verteidigungsmodus. Der hat Angst vor unserem Koga. Der hat echt Angst vor unserem Koga. Ist mir aber egal. Ich beschwöre einen weiteren Elementarhelden Eiszacke auf das Feld.
Und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Sparkman verabschiedet sich. Die beiden Eiszackes greifen als erstes an. Löschen 1600 seiner Lebenspunkte aus. Anschließend Elementarheld Knospe, die sich ja selber auch wieder weiter aufpowert hier. Und Schattennebel macht den Abschluss. Und Jaden steht nur noch mit 400 Lebenspunkten da. Wir haben fast gewonnen. Aber nur fast. Ich will Jaden nicht völlig abschreiben. Der kann immer noch ungemütlich werden. Aber jetzt hat er verloren. Das ist das Ende. Ich aktiviere die Zauberkarte Gestaltwechsel. Und wähle meinen maskierten Helden Koga, um ihn in das Fusionsdeck zurückzuschicken. Und dafür ein anderes Monster auf das Feld zu rufen. Nämlich meinen maskierten Helden Acid, der, wenn er beschworen wird, sämtliche Fallen und Zauberkarten, die mein Gegner auf dem Feld hat, zerstört. Inklusive seinem Call of the Haunted, mit dem er ein Monster von seinem Friedhof im Angriffsmodus wieder auf das Feld hätte zurückbeschwören können. Das war's. Jaden, you go bye-bye. Maskierter Held Acid greift die Lebenspunkte direkt an. Und das Duell ist vorbei. Das lief wesentlich besser als noch in der letzten Folge. Neues Deckrezept entriegelt. Jaden Yuki hält hinter der Maske. Neue Karte, maskierter Held Dian, maskierter Held Vapor und Elementarheld Schattennebel. Das sind alles drei gute Karten. Und damit ist auch die Kampagne von Yu-Gi-Oh! GX zu 100% abgeschlossen. Wir haben sämtliche Duellanten-Herausforderungen für Yu-Gi-Oh! GX freigeschaltet. So sieht das Ganze dann aus. Es läuft. Und das nächste Mal starten wir dann in ein völlig neues Abenteuer. Hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Das nächste Mal beginnt Yu-Gi-Oh! 5Ds. Natürlich auch erstmal wieder mit einem Tutorial-Duell, das uns die neuen Mechaniken, die mit 5Ds eingeführt wurden, näher bringen wird. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann.